unsere Orang-Utans, für die haben wir uns heute eine schöne Überraschung überlegt. Die haben heute passend zu Halloween schön große Kürbisse bekommen, wo die auch ein schönes Gesicht geschnitzt bekommen haben. Und von innen hohl waren, da habe ich ein paar leckere Nüsse reingepackt. Und da haben sich unsere Orang-Utans natürlich sehr drüber gefreut. Kürbis gehört nicht so häufig zum Futtersortiment und schon so große Kürbisse bekommen sie nur sehr selten zu Gesicht. Und deshalb ist das natürlich eine schöne Beschäftigung, die genauestens zu untersuchen, mal ein bisschen davon zu naschen und natürlich jetzt in alle Einzelteile zu zerlegen. Birani und Batu verstehen sich sehr gut und lernen sich auch immer besser erkennen. Sie beiden haben ein bisschen unterschiedliche Charaktere. Unser Batu ist gerade hier draußen auf der Anlage ein bisschen der mutigere. Birani ist ein bisschen zurückhaltender, hängt ein bisschen häufiger noch an seiner Ziehmutter Bella. Aber mittlerweile wird er auch ermutigt von Batu, auch hier draußen immer aktiver. Und es kommt immer häufiger vor, dass sie auch auf der Anlage miteinander spielen.